Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video. Ihr wisst ja, ich bin ein Mensch, der Restaurants liebt, der Essen liebt. Dave ist ein Mensch, der mich liebt. Und deshalb, keine Ahnung, random Anfang. Dave wird bei zwei verschiedenen Restaurants Essen bestellen. Ich weiß nicht welche. Es sollten nach Möglichkeit auch keine sein, die ich kenne. Dave kennt mich sehr gut. Wir haben ein Büro gemeinsam. Wir wissen, was wir häufig bestellen. Und ich werde dann probieren zu erraten, wie diese Restaurants bewertet sind. Also das ist die Challenge heute. Du hast quasi in der Hand, ob du mich komplett hops nehmen willst. Mit einem 0, 1 Sterne, 2 Sterne Restaurant oder was richtig Geiles raushaust. Es liegt in deiner Hand. Das machst du jetzt. Ich gebe dir mein Handy und ich gehe aus dem Raum raus. Es liegt nämlich buchstäblich in deiner Hand. Mein Liebster, guck gerne. Ich verlasse den Raum. Ja. So, endlich habe ich volle Kontrolle über Max' Kanal. Wir sehen Prince Sushi kennt Max wunderbar. Warum bei You kennt Max auch wunderbar? Oh mein Gott. Das Problem ist, wir haben halt schon so viel gemeinsam bestellt, wir haben schon so viel alleine bestellt, dass wir eigentlich schon alles durchprobiert haben, was in irgendeiner Weise gut bewertet ist. Das bedeutet, ein schlecht bewertetes Restaurant brauchen wir auf jeden Fall. Machen wir uns erstmal auf den Weg ganz, ganz nach unten. Mindestbestellwert 10 Euro, chinesisch-asiatisch 3,7 Sterne. Bami Goreng, Nasi Goreng. Nimm einmal Nasi Goreng, ein typisch indonesisches Gericht. Haben wir auch schon sehr häufig gegessen und da wird Max bestimmt was zu sagen können. Zack, zack. Und noch so Frühlingsrollen. Oh, ist schon bestellt. Es kommt. Oder sollen wir ein Restaurant dazu nehmen, das Max schon kennt? Und holen das aus der Verpackung raus. Wir nehmen Freddy Schilling. Jetzt müssen wir nur probieren, den Burger so aussehen zu lassen, als würde Max ihn nicht kennen. Wenn es geht, anderen Bun, kein normales Patty, irgendwie sowas. Wir können hier nichts umstellen. Oh, glutenfreies Brötchen. Wir nehmen einen Puristen, also einen Standardburger. Wir könnten auch einen veganen Burger nehmen. Sollen wir das machen? Wir nehmen einen veganen Burger. Dadurch könnte Max vielleicht nicht drauf kommen, woher der Burger kommt. Dazu Süßkartoffeln, Barbecue, Chipotle, Caesar Salad. Das ist wahrscheinlich das Einzige. Also bei den Pommes und so wird Max das checken. Dann müssen wir die Bestellung so machen. Planty Patty, veganem Haus Patty. Veganem Haus Patty könnte Max kennen. Wir nehmen ein Planty Patty. Und es ist soweit, die erste Bestellung ist angekommen und Eric hat sie hier unter diesem Paket versteckt. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich habe auch nichts belauscht, wirklich nicht, hat Kopfhörer drin. Deshalb. Kannst du etwas riechen? Irgendwas erkennen? Weil ich glaube, ich würde es erkennen. Möglicherweise. Zumindest, was es für ein Gericht ist. Naja, sehr schlecht. Okay, warte. Ich habe eine Vermutung. Ich sag's, während ich hochhebe, okay? 3, 2, 1. Freddy Schilling. Oh, weiß ich nicht. Es ist Freddy Schilling. Das? Der Burger ist von Freddy Schilling. Nein. Na klar. Nein. Und es ist auch unser Klassiker. Nein. Doch. Nein. Hä? Freddy Schilling macht keinen Salat. Doch, kleiner Caesar-Salat. 4,50 Euro oder so? Nee. Digga, Meta, ich hab's. Das riecht so typisch halt, ne? Ja, tatsächlich. Das riecht sehr, sehr typisch. Mit Beyond Meat drauf. Nee, das ist nicht Beyond Meat, sondern das ist das vegane Patty, was aber nicht mehr Beyond Meat ist. Früher hatten die Beyond Meat, jetzt nicht mehr. Man merkt, ich habe da noch nie bestellt, aber ich weiß tatsächlich nicht, wie die bewertet sind. Du hättest mich aber auch einfach fragen können. Das hätte genau den gleichen Effekt. Wir hatten ja Probleme beim Bestellen. Ich habe mehrere Burgerläden durchprobiert. Wir haben angerufen, ging alles nicht. Und dann mussten wir eigentlich, eigentlich wollten wir auf einen anderen Burgerladen ausweichen, aber es ging nicht anders. Und dann habe ich probiert, es dir so schwer zu machen, wie es geht mit dem Burger, aber... Zu erkennen, was es ist. Zu erkennen, was es ist. Man es ist nicht das Originale, ist nicht das Originale Bun, ist nicht das Originale Beef. Dieser Ziegenpeter, Salsa, Ziegenkäse. Zeig mal, woran es erkannt hat. An quasi der Kombination Honig, Käse, Apfel. Weil das riecht man einfach. Man könnte fast meinen, du bist professioneller Koch. Ja, lass uns probieren. Scheiße! Fuck! Ja, du musst trotzdem noch nicht richtig. Ja, noch habe ich ja keine gesagt. Ich probiere erstmal. Ich sag ehrlich, größter Fehler ist dieses Patty zu bestellen bei Freddy Schilling. Ja. Beyond Meat immer übelst geil. Dieses zweite auch geil. Das übelst scheiße. Das war fucking dumm. Es war wirklich ein leichtes. Ich hab's einfach gerochen, bevor ich es hochgehoben habe. Also sehr guter Burgerladen. Wir bewegen uns garantiert zwischen 4 und 5 Sternen. Den Salat finde ich auch sehr lecker, geil, dass du den bestellt hast. Was würde ich sagen? Auch eine Tomate für dich. 5 schließe ich aus, weil die dieses Patty im Angebot haben. Okay. No joke, das macht mich sauer. Und Freddy Schilling ist auch zu bekannt. 5 Sterne auf so einem Bekanntheitsniveau zu halten, ist nochmal deutlich schwieriger, als wenn du ein paar Bewertungen hast. Es gibt sogar Komma-Bewertungen. Ja, genau, das dachte ich mir. Also entweder 4 oder 4,5. Es geht noch weiter ins Komma. Es geht auf 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah ja? Erstes Bauchgefühl 4,6 oder 4,7. Ich nehme noch ein bisschen. Es ist solide. Es ist einer der besten Burgerläden in Köln, die sie über Jahre hinweg gehalten haben. Also, das ist schon was man nicht sehen kann, bestes Lieferkonzept, garantiert. Ja, bester Karton. Bester Karton, so geil. Der steht jetzt auch ein bisschen schon hier und ist überhaupt nicht soggy oder so. Ist eine klassische 4,7. Willst du direkt die Auflösung haben? Ja. 3,8. Was? Ja, 3,8.
3,8. Oha, ungerecht. Ja, wirklich ungerecht. Hi, ich bin Dave und ich bin extrem lost. Die aufmerksamen Zuschauer unter euch werden gemerkt haben, dass Freddy Schilling natürlich keine 3,8 Sterne hatte, sondern 4,6. Was bedeutet, dass Max nur 0,1 Sterne mit seiner Einschätzung daneben lag. Ich habe die Sterne vor mir gehabt und habe es nicht mal hinbekommen, die abzulesen. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem eine Menge Spaß. Es tut mir wirklich schrecklich leid, das war komplett dumm. Ein grundsolider Burger, liefern immer schnell, Konzept gut, Burger gut, vegan, normal, alles im Angebot und trotzdem 3,8. Seht ihr, Leute, verlasst euch nicht immer auf die Bewertung. Probiert es auch mal aus. Ich bin gespannt, ob ich besser bin bei der nächsten. 0,9 war ich entfernt. Bis gleich. Was für ein Glück, dass wir die andere Bestellung schon gegessen haben. 1 Stunde 45 Minuten und der Typ, no joke, fährt hier vor und kein Essen dabei. So, hat er gesagt. Also wirklich, so, die Eier, die du haben musst, nachdem du so verkackt hast, kein Wort der Entschuldigung, kein Nichts. Wir wollten die anrufen, keine Nummer online. Wirklich, ich weiß nicht, was da drunter ist, aber ich habe wirklich Angst. Ich habe auch tatsächlich noch nie von dem Laden gehört. Und du wahrscheinlich auch nicht. Ich auch. Viel Spaß mit... Hä? Okay, sieht irgendwie iconic aus, finde ich. Ja, so. es ist so eine Standardverpackung für was für ein Gericht? Gebratenen Reis, gebratene Nudeln, sowas. Dann schau doch mal. Okay. Oh, nee, warte. Ich habe Angst gerade, dass es was in Richtung Meeresfrüchte ist. Ist es nicht. Okay, dann bin ich froh, weil von dem Typen will ich keine Meeresfrüchte gebracht bekommen. Boah, ich habe low-key Angst jetzt. Und es sind Meeresfrüchte, das sind Garnelen. Oh. Und ich bin extrem lost. Hat mich meine Nase doch nicht im Stich gelassen. Ist das? Nasi Goreng. Nasi Goreng. Okay. Es riecht tatsächlich, also jetzt kein Scheiß, ne? Ich bin dem schon ein bisschen negativ eingestellt, aber ich schwöre, es riecht vergammelt. Das hätte ich jetzt, glaube ich, nicht gesagt. Also ich werde, glaube ich, aus Sicherheitsgründen vielleicht nichts von den Meeresfrüchten probieren erstmal. Das war eigentlich klar. Ich hätte diese Verantwortung nicht aus der Hand geben dürfen, so ein random Restaurant zu stellen. Kann man jetzt erstmal nichts sagen, würde ich. Ich nehme ein bisschen Meeresfrüchte. Oha, okay, komm, dann mache ich es auch. Und was ist das? Schinken? Schinken ist, glaube ich, ein klassischer Bestandteil im Nasi Goreng. Ich glaube auch. Alter, also ja, Hühnchen ist auch drin. Okay. Schmeckt nicht so falsch eigentlich. Guck mal, das hier ist der Schinken. Ich check. Naja. Aber ich sag mal ehrlich, wenn du das bestellst, wenn du Hunger hast, ne? Und du warst 1 Stunde 45 Minuten, du gibst schon mal prinzipiell nichts über der goldenen Mitte 2,5 Sterne. Weil du bist sauer, wenn du das bekommst. Ich war so, also no joke, ich war happy, dass ich Freddy Schilling davor hatte, weil sonst ich wäre gestorben. Mhm. Also ich wäre legit richtig böse geworden. Deshalb sind wir auf jeden Fall unter 2,5 Sternen. Geschmacklich muss ich aber sagen, ist das nicht mal so fatal. Vielleicht, weil ich jetzt 1,5 Stunden darauf gewartet habe, bin ich sehr negativ eingestellt, aber ich finde es fatal. Ich finde es wirklich schrecklich. Also ich hatte halt Schinken, Garnele und Reis. Ist eine weirde Komposition, aber... Ja, es schmeckt einfach nicht, finde ich. Also ich weiß aus meiner Erfahrung, dass man keine Ein-Sterne-Restaurants findet. Richtig. Das geht quasi nicht. Ja. Also jeder, der ein Ein-Sterne-Restaurant hat, benennt es um und macht es neu auf. Ja, ich sage jetzt einfach straight, auch wenn es geschmacklich vielleicht sogar ein bisschen besser ist, 2,3. Freddy Schilling hatte eine 3,8. Ja. Dieses Restaurant hat eine... 3,6. No way! Die sind 0,2 Sterne auseinander. Hä, Digga, was? Ja. Okay, ich verstehe jetzt, was du zeigen wolltest. Ja. Weil, wie viele Bewertungen haben die? 200, 250. Es hat nichts miteinander zu tun. Also die sind meilenweit voneinander entfernt. Freddy Schilling, 20 Minuten Lieferzeit. Ich dachte, du wärst bei Bewertung ganz runtergescrollt, hättest den schlechtesten Laden genommen. Aber dann erklärt es zumindest, warum es geschmacklich nicht so fatal ist, wie ich dachte. Also es ist auf eine andere Art und Weise interessant geworden, als ich dachte, dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Zusehen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!